Cello, Bratsche oder Geige, mit der man rhythmisch akzentuierte, groovige Sachen spielen kann. Zum Beispiel in Stilistiken wie Bluegrass. Oder auch etwas softeren Sachen wie Bossa Nova. Ich denke das immer in Gruppen von 4 Sechzehnteln. Und auf der ersten Sechzehntel, auf der jeweils ersten Sechzehntel, bin ich immer im Abstrich. Ich habe also in der rechten Hand sowas wie ein Metronom. Das tickert ganz, ganz regelmäßig durch. Das ist die neutrale Ausgangsbasis für den Bossa-Strich. Wenn ich jetzt einzelne Töne akzentuieren will, dann mache ich das, indem ich mit den Fingern der linken Hand kurz die Seite runterdrücke und gleichzeitig mit dem rechten Zeigefinger die Bogenstange auf die Seite runterdrücke. Das mache ich nicht über die Bogengeschwindigkeit, sondern tatsächlich nur über den rechten Zeigefinger. Über diesen Druck. Akzente kann ich mit den verschiedenen Fingern spielen und auch auf der leeren Seite. Dazu muss ich die Finger kurz hochnehmen von der Seite, um dann wieder in diese neutrale Ruheposition zurückzugehen, also das Abdämpfen. Man kann im Bossa-Strich auch rhythmisch interessantere Sachen spielen, zum Beispiel die Brasilklave, die auf diesem Notenbeispiel zu sehen ist. Die besteht aus 4 Dreiergruppen und einer Vierergruppe. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oder Ananas, 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 Zuckerwatte. Das klingt so. Wenn man solche rhythmischen Muster spielt, die gegen das Metrum gehen, ist es besonders wichtig, immer klar zu haben, wo ist das Metrum, wo ist der Grundpuls. Und dabei hilft einem ja der Bossa-Strich, denn man hat ja in der rechten Hand sowas wie ein Metronom. Die rechte Hand geht ja ganz regelmäßig hin und her in Sechzehnteln. Wenn man jetzt so ein gegenläufiges Muster spielt im Bossa-Strich, ist es ganz gut, sich klar zu machen, wann habe ich einen Abstrich, auf welchem Akzent habe ich einen Abstrich und auf welchem Akzent habe ich einen Aufstrich. Bei den Wettern ist es so. Im schnelleren Tempo klingt es dann so.